bewirtschaften 350 Hektar, davon sind 220 Hektar Ackerbau. Im Ackerbau spielt das Kleegras natürlich eine zentrale Rolle. Wir haben eine siebenjährige Fruchtfolge, davon sind 2 oder 3 Jahre Kleegras. Das Kleegras ist dann in der Summe ungefähr 65, 70 Hektar als Futtergrundlage für die Milchkühe. Wir machen bei dem Klee-Lutz-Projekt mit, weil wir auch nach 30 Jahren immer noch wieder Fragen haben. Der eine Aspekt ist natürlich immer der Fütterung und das andere ist natürlich die Bedeutung für die Fruchtfolge. Da bauen wir in der Regel Hafer. Es kann auch Dinkel noch folgen und Sommerweizen. Wobei da dann die Fragen sind, wenn das Kleegras sogar 2,5 oder 3 Nutzungsjahre gestanden hat, dass das dann doch sich oft zu schwer umsetzt, wenn man einfach einen Frühjahrsumbruch macht. Klee- und Luzernegrasbestände wirken multifunktional. Ich verfolge damit sehr, sehr viele verschiedene Ziele. Das eine ist, dass ich eine Bodengare erzeuge und auch die Bodenfruchtbarkeit aufbaue, dann für den Rest der Fruchtfolge. Zum anderen aber ganz wichtig, und das ist auch für den konventionellen Landbau auch sehr interessant, die Stickstofffixierleistung durch die Leguminosen, die unter einem gut entwickelten Kleegrasbestand über ein Jahr bis zu 380 Kilogramm Stickstoff fixieren. Und der dritte ganz wichtige Punkt ist natürlich auch die Beikrautregulierung. Wir haben nach Feldfutteranbau durch den dichten Bestand, aber auch durch die Schnittnutzung dann hinterher einen sehr, sehr sauberen Acker. Wir haben einen Milchviehbetrieb. Das Kleegras ist ja vor allen Dingen neben täglichen Frischholen ist das die Winterkonserve, ergänzt um 20-30% Mais in der Ration. Und da kommt das natürlich auf Energiegehalt und natürlich auch auf Eiweißgehalt und auch Ertrag stark an. Haben rund um den Hof nicht genug Dauergrünland und füttern frisch zu. Das heißt, so 5 bis 10 Hektar brauchen wir für Frischfutterholen. Das ist dann so 3-4 Wochen alt, wenn wir das mähen. Für Silage eher 5. Wir haben auch Messungen für 500 Schweine im Jahr und denen tut das auch richtig gut. Also so junges Kleegras fressen, da fressen die richtig was weg. Das merkt man auch, dass man dann deutlich weniger Getreideschrot braucht. Dann lassen wir immer noch ein paar Streifen für die Biodiversität. So, das lassen wir immer mal einen Aufwuchs durchblühen, was dann eher Jungviehfutter wird beim nächsten Schnitt. Allein schon durch den Blühaspekt, den wir durch Klee oder auch durch die Luzerne haben, der sehr, sehr viele Insekten anzieht, aber auch als grünlandartige Kultur, wo dann auch viele Wiesenbrüter oder Feldvögel dann auch ein Habitat finden, zumindest auch ein Bruthabitat. Und dann, weil eben so Feldfutter in der Regel mehrjährig oder überjährig ist, haben wir auch ein Überwinterungshabitat für viele Insekten. Und dadurch kann man schon sagen, dass Feldfutter an sich einfach eine sehr große Leistung hat für die Biodiversität. Ja, was würde ich anderen empfehlen? Das finde ich die allerschwierigste Frage. Natürlich gibt es so Grundaussagen, wie zum Beispiel, dass man eben das nicht meinen muss, dass man Kleegras auf einem völlig ausgepowerten Ackerstandort etablieren kann und irgendwie meint, da wird dann viel von, weil das eine Leguminose ist. Also wenn Milchvieh dahinter ist, dann würde ich auf alle Fälle so mindestens 3, wenn nicht 5 Kilo Weißklee in der Aussaat haben wollen und den Ruhklee um 20% reduzieren. Von der Anbautechnik ist ja irgendwie klar, ebenes, flaches Saatbett, rechtzeitiges Walzen und Wasseranschluss. Ich habe auch oft den Eindruck, eine gewisse Festigkeit ist auch sogar eher förderlich als von Nachteil. Nicht zu schwach eben stellen, auch in der Fruchtfolge. Wenn man das so schwach stellt, dann kriegt man auch von Anfang an schwache Bestände. Ja, dafür auch nicht zu eng, ne? Dass man irgendwie doch schon sieht, dass man 4, besser 5 Jahre Anbaupause hat. Ich werde eher neugieriger auch, oder es kommt ein Druck, bestimmte Systeme zu verlassen und zu schauen, so
wie und wo muss ich mich anpassen. Und dieses Jahr haben wir dann so vor allen Dingen mit dem Spaten über den Mahlzeitpunkt entschieden. Das ist irgendwie eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich, dass man in die Erde guckt, wann man mähen soll. Ja, wir haben einen Milchviehbetrieb, da kommt das natürlich auf Energiegehalt, Eiweißgehalt und auch Ertrag in der Summe stark an. Von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie Sinn gibt mit trockenheitsunempfindlicheren Gräsern wie Knaugras oder so irgendwie an den Start zu kommen. Mein Motiv an dem Klee-Lutz-Projekt mitzumachen, das ist auch schon zu schauen, kann man vielleicht auch auf diesem Standort mit Luzerne irgendwie landen.